Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater, Sachbuchautor und Gründer der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Das ist meine Hündin Wolke, da hinten läuft mein alter Hund Monsieur und heute in dem Video geht es um das Thema 3 häufige Fehler, die du bei deinem Hund unbedingt vermeiden solltest. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Fehler und ich werde mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Video machen, wo ich dann immer 3 Fehler aufzeige, die mir einfach auffallen, vielleicht auch mal speziell für Welpenhalter. Aber heute fange ich damit an und zeige euch die ersten 3 Fehler und ihr könnt gerne unter dem Video die Kommentarfunktion nutzen und eure Fehler aufschreiben, beziehungsweise nicht eure Fehler, sondern vielleicht auch eure Fehler, wo ihr jetzt erkennt, dass ihr die mal gemacht habt oder die euch einfach einfallen, die ihr mal gesehen habt oder die mal gehört habt, die einfach was der ein oder andere vielleicht noch nicht weiß, der das Video sieht, was er dann unter dem Video nachlesen kann und dann vielleicht auch mit übernehmen kann. Wir starten auch direkt. Ich habe das wieder in einem Präsentationsformat gemacht, die 3 häufigen Fehler, und ich melde mich am Ende vom Video nochmal kurz wieder. So, fangen wir direkt an, und zwar mit Fehler Nummer 1. Du lässt unerwünschtes Verhalten bei deinem Hund einfach laufen. Ob übermäßiges Bellen, Buddeln im Garten, Jagen, Anspringen, Betteln und vieles mehr. Es gibt 2 häufige Gründe, warum über diese unerwünschten Verhaltensweisen in der Hundeerziehung einfach hinweggesehen wird. Einmal, weil fälschlicherweise angenommen wird, dass man es bei dem eigenen Hund eh nicht ändern kann. Und zum anderen, weil man den Rat bekommt, man soll unerwünschtes Verhalten einfach ignorieren, dann wird es sich schon auflösen. Dieser Rat ist aber nur dann korrekt und führt zum Erfolg, wenn es sich um Verhaltensweisen handelt, die sich für den Hund einzig und allein aufgrund unserer Aufmerksamkeit lohnen. Macht dem Hund das, was er tut, Spaß oder lohnt es sich auch ohne unsere Aufmerksamkeit, führt Ignorieren nicht dazu, dass er das unerwünschte Verhalten einstellt. Nochmal, weil es so wichtig ist, macht dem Hund das, was er tut, Spaß. Oder lohnt es sich, auch ohne unsere Aufmerksamkeit, führt Ignorieren nicht dazu, dass er das unerwünschte Verhalten einstellt. Hier ein paar Beispiele. Jagen. Jagen wirkt extrem lohnend und stimulierend auf den Hund. Ignorieren hilft hier überhaupt nicht. Das Verhalten muss unterbrochen und es muss mit einem langfristigen Anti-Jagd-Training gegengesteuert werden. Ein Kurs für ein Anti-Jagd-Training findet ihr unter anderem in meiner Online-Hundeschule. Bellen. Bellen ist selbstverstärkend und Ignorieren führt in fast allen Fällen zur Intensivierung. Übermäßiges Bellen muss fast immer aktiv unterbrochen werden. Einzige Ausnahme ist forderndes und aufmerksamkeitsheischendes Bellen. Hier kann Ignorieren zur Reduzierung führen. Bei den Problemen Betteln und Anspringen liegt es in der Regel an der nötigen Konsequenz des Menschen. Diese Verhaltensweisen werden in der Regel nicht zu 100% ignoriert und somit wäre es besser, sie mit einem im Vorfeld aufgebauten Meideverhalten zu korrigieren. Ich nutze dafür beispielsweise das Schlusssignal. Kommen wir nun zu Fehler 2. Deine individuellen Regeln sind für deinen Hund nicht eindeutig erkennbar. Je mehr Menschen mit einem Hund zusammenleben, desto häufiger kommt es zu diesem Fehler. Hier direkt ein paar Beispiele zur Veranschaulichung. Bei dir ist das Sofa tabu, aber bei deinem Freund oder deiner Freundin darf dein Hund aufs Sofa. Bei dir bekommt dein Hund kein Essen aus der Küche, aber alle anderen in der Familie verwöhnen ihn dort mit Leckerlis. Du achtest bei jedem Spaziergang auf eine gute Leinführigkeit, aber deinem Partner oder deiner Partnerin ist egal, wenn dein Hund zieht. Diese Liste könnten wir unendlich fortführen und hier können wir uns merken, bei Hunden gilt im Idealfall immer oder nie. An Grundregeln im Zusammenleben mit dem Hund halten sich möglichst alle. Alles andere ist nicht fair und erzeugt Unsicherheit beim Hund. Hunde lernen zwar mit der Zeit, bei wem sie was dürfen und was nicht, aber die Unsicherheiten und die vielen Try-and-Error-Versuche können wir ihnen durch eindeutige Regeln ersparen. Fehler Nummer 3. Du schmeißt Stöckchen für deinen Hund. Hier gibt es jetzt wahrscheinlich sehr viele Zuseher, die denken, klar, das weiß doch jeder, und genauso viele, die denken, hä, wieso nicht? Das mache ich schon seit 20 Jahren und mein Hund liebt es. Die Auflösung ist einfach und dauert nicht lang. Die Verletzungsgefahr bei einem geworfenen Stock ist immens hoch für deinen Hund und somit habe ich mich dafür entschieden, es als Fehler mit aufzunehmen. Die schlimmste und leider nicht seltene Verletzung entsteht, wenn das Stöckchen nach dem Werfen aufgespießt im Boden stecken bleibt. Im Eifer des Gefechts stürzen sich die Hunde auf den Stock und rammen ihn sich der Länge nach in den Schlund. Es erzeugt zum einen höllische Schmerzen und zum anderen verbluten viele Hunde dabei und überleben es somit nicht. Wie bei vielen anderen Angelegenheiten auch, geht man davon aus, dass es einem selbst nicht passiert, bis es einem passiert.
verzichtet auf das Stöckchenwerfen und greift lieber auf geeignetes Apportierspielzeug wie beispielsweise einen Dummy zurück. Damit reduziert ihr das Verletzungsrisiko bei eurem Hund deutlich. So, das waren drei häufige Fehler, mit denen ich diese Serie starten möchte. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Für mehr Videos von uns abonniert den Kanal. Wenn ihr Hilfe und Unterstützung über den YouTube-Kanal hinaus von uns möchtet oder von mir möchtet, dann schaut gerne in meiner Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com vorbei. Dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und alles Liebe. Tschüss, euer André und Wolke und Monsieur.